Kinas, willkommen zurück zu Minecraft Wii U. Beim letzten Mal haben wir dort oben auf dem Baum einen kleinen Weg gebaut, der später zu einem viel größeren Weg werden wird, denn wir werden ein Baumhaus bauen und Baumhäuser bestehen im Grunde aus einem Boden und aus einem, ich würde mal sagen, aus einem Dach. Und das Dach fehlt uns gerade. Ja, richtig. So. Ich habe für einen ganz kurzen Moment vergessen, warum ich jetzt auf dem Weg nach Hause war. Ich wusste, ich wollte unbedingt mich nach Hause begeben, aber aus welchem Grund? Jetzt weiß ich's. Wir wollen uns nämlich ein bisschen Glas holen und als wäre das nicht genug. Tja, das kann aber nicht wahr sein hier. Das kann das nicht genug sein. Werde ich auch noch Blätter mitnehmen. Ja, ja, und dafür brauchen wir eine Schere. So, ich will das Ganze nämlich noch ein bisschen naturell halten. Natürlich, ein Baumhaus besteht, wie soll es auch anders sein, nicht nur aus Holz, sondern auch aus Natur, aus naturellen Gegenständen, wie zum Beispiel hier die wunderbaren Laubblätter oder was weiß ich. Saugt euch irgendwas anderes aus den Fingern. Das brauchen wir. Und das holen wir uns jetzt auch. Ich müsste auch mehr als genug von zu Hause haben. Von dem ganzen Zeug. Ja. Machen wir da eben schnell, ne? Gut. Ja, da sagt er, kaum in Part 201 war das, glaube ich, ja. Man muss auch mal Abschied nehmen und jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich war sogar im letzten... Ne, im letzten Part war ich, glaube ich, noch nicht hier, ne? Kann das sein? Vielleicht. Aber ich bin unterwegs! Zurück zum Baumhaus! So. Und in der Folge dessen... Vielleicht habe ich ja noch ein paar Laubblätter. Ja, guck mal an, aber die reichen niemals aus. Ich brauche mehrere Scheren. Ja. Ich habe generell sehr viel Scheiß gerade am Start. Darf man das hier ablegen? Würde mich sehr freuen, wenn ich das dürfte. Ja, hi. Wahrscheinlich darf ich das aber nicht. Ja, vielleicht. So. Holz haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Vielleicht machen wir uns aber auch so eine richtige Baumhaus-Section. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, so Dschungelbaumsetzlinge. Wenn die einmal sprießen, dann sprießen die richtig in die Höhe. Und vielleicht machen wir ein Baumhaus auf einem Baumhaus auf einem Baumhaus. Oder machen diese, wir pflanzen dann irgendwo auf dem Baumhaus quasi einen weiteren Dschungelbaumsetzling an und dann wächst er nochmal so richtig krass hoch. Aber ich glaube, bei dem ist es auch so, da muss man, glaube ich, 3 platzieren oder sowas. Kann das sein? Habe ich überhaupt welche Dschungelbaumsetzlinge? Ich glaube nicht, ne? Weil ich glaube, bei den dunklen Eichenbaumsetzlingen war das auch so. Da muss man auch, glaube ich, 3 legen, um, na, irgendwie sowas halt, ne? Entweder 2 oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher. So, was mache ich hier eigentlich? Ich überlege gerade noch. Ich weiß auf jeden Fall, dass die weiße Wolle nicht hier reingehört. Die gehört woanders rein. Hier, guck mal an, da gehört sie rein, hi. So, Glas brauchen wir, ne? Genau. Gut, für Glas brauchen wir aber auch Sand. Und Sand haben wir zum Glück mehr als genug da, aber ich glaube, das Glas wird niemals ausreichen, ne? Aus diesem Grunde dachte ich mir, liegt es doch nahe, wenn ich jetzt in der Zeit, in der ich hier im Haus bin, erstmal den ganzen Sand wegschmelze und ja, passt schon. Ja, Kinas, so viel dazu. Was wollte ich mal machen? Ah ja, stimmt, ich wollte mal noch Scheren machen. Sehr schöne, leckere, knackige Scheren. Und bei besten Voraussetzungen will ich die auch noch verzaubern. Ja, weil die halten halt echt nicht lang durch, diese Drecksäcke, wenn ich das so sagen darf, ja. So. Zack. Also Scheren kann man auf jeden Fall verbessern. Oder halt verzaubern, das geht. Aber wahrscheinlich nicht am Zaubertisch. Warum auch immer. Aber gut, da mache ich es halt eben mit meinen Büchern. Weil ich hatte mal eine Schärfe 3 Schere, aber gut, die bringt ja wohl irgendwie dann doch nichts, ne? Scheiß drauf. Was will man doch bei einer Schere verbessern? Ich meine, Scheren sind sowieso nur dazu da, um Tiere zu scheren und Bäume abzuroden. So, und das mit so einer schnellen Manier, dass du gar nicht richtig gucken kannst. Ja, ja. Deswegen, was willst du da noch schneller abbauen, wenn das schon extrem schnell abgebaut wird? Na? Verstehe ich nicht so ganz. Das Ding ist halt so, ich könnte halt nochmal mit Germi Jolly Jumper loslaufen, aber dann müsste ich wieder alles rausholen. So ein Seil. Ein
Zaun. Das ist mir zu viel Arbeit. Habe ich keinen Bock drauf. Laufe ich lieber diese halbe Minute rüber. Dann machen wir das so. Wir haben alles ganz gechillt. Alles ganz easy, Mensch. Alles ohne Rücksicht auf Verluste, ohne zeitliche Verluste. Was ist los mit euch? Kann es euch gar nicht schnell genug gehen, oder was? Eine Kommentare liest man ständig. Kannst du jetzt endlich mal ins Endportal gehen? Zum Endportal? Kinas. Friesen. Es gibt drei Grundsätze. Die heißen Friesen, Fangs und Bye. Also Bye. Und somit habe ich mich von jedem eurer Ideen verabschiedet, weil ich das so mache, wie ich das meine, ne? Gut. Jetzt holen wir den ganzen Baum ab. Und dann bin ich mal gespannt, ob das echt nicht nachwächst. Ne? Ich habe ja mal mir die Frage gestellt, wächst das vielleicht nicht nach? Und, naja, gucken wir mal. Aber ich bin mir sicher, du kannst auf einer Schere Haltbarkeit und sowas drauf machen. Als ob das nicht geht. Natürlich geht das. Na? Guckt euch das mal an, ey. Das ist... Ich frage mich, wann die FPS-Rate von der Wii U runtersinkt, ey. Ohne Witz, das geht gerade so ab hier. Gut, ich kann den meisten Scheiß gar nicht mehr aufheben, ne? Hm. Ja. Danke. Ja, jetzt habe ich natürlich das Ganze hier soweit kaputt gemacht. Und das alles war für den Arsch, ne? Gut. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Ganze ausreichen wird, ne? Ah, wobei, komm. Machen wir noch einen dritten Stack voll, dann reicht das aus. Das sage ich euch. Das kann ich euch, ja, versichern. Ja, ja. Kinas. Boah, wie schnell ist bitte schon mein Inventar voll? Ich brauche einen Rucksack. Falls ihr euch fragt, wo der Ocelot ist, der hier vor ein paar Parts war, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist halt echt verschwunden und verschollen. Ja, ja. Drecksau. Ah, guck mal, seht mal da oben, seht mal da oben. Ich glaube, die Natur hat da wieder ihre Machenschaften getrieben. Weil, wo ist es denn? Da ist das Baumhaus. Ich glaube, dass mein ganzes Holz ein bisschen wuchert. Guckt mal. Und was noch viel wichtiger ist, zeig mal kurz. Jetzt will ich es aber wissen. War das nicht letztens noch so, dass... Guck mal, da wächst jetzt, wobei ist das... Moment mal kurz. Nein. Falsche Perspektive. Falscher Knopf. Nein. So. Wie war das nochmal? Die ganzen Laubblätter, die bauen sich jetzt gerade... Ja. Von selber ab. Okay. Jetzt frage ich mich nur, werden diese Ranken auch nachwachsen? Ich denke mal schon, aber die Frage des Tages ist, wann wird das so sein, ne? Gut. Bevor wir jetzt aber auch diese Frage beantworten werden, wir brauchen erstmal was ganz Wichtiges, Kinas. Was sehr, sehr Wichtiges. So. Es waren richtig viele Treppen. Warum das so ist, das sollte jedem von euch direkt ins Auge springen. Wobei, warum Treppen bauen? Wir können auch diese Halbstufen machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser sogar. Ich frage mich gerade nur, wie das nochmal geht. War das nicht so? Nee. Oder aber es ist so. Iii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 i
auch etwas sehen, das wir nicht sehen sollten. Ja. Aber hier ist alles okay, deswegen brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. So, zweitwichtigstes Gedöns. Wir machen jetzt ganz viele Kisten. Damit wir so ein paar Sachen hier disponieren können. Weil das schon enorm inventarfressend ist. Gerade die Sachen, die ich gerade nicht brauche. Ja? Was soll ich damit so? Ja? So, das ist erstmal so eine kleine Art Abstellkammer so mäßig. So, das und das und das und das und das und das und das. So viel Holz, ne? Ich kann damit gar nichts anstellen hier. Ich weiß schon direkt, was ihr euch fragen tut, wenn ihr dieses Gameplay hier seht. Boah, Kai nimmt das bestimmt wieder so im Voraus aus. Der ist gerade bestimmt im Mai und nimmt das gerade so weit auf Vorrat auf. Ja, und bringt das erst im Juli raus. Oder im, wir haben Juli, ne? Wir haben den 1. Juli heute. Richtig. Ja, um eure Aussage dahingehend direkt mal zu revidieren. Nein, ich nehme das hier nicht auf Vorrat auf. Noch nicht. Ich bin dabei. Ich werde es am Wochenende versuchen. Denn wenn ihr wisst, dass das hier gerade der 1. Juli ist, dann wisst ihr, dass es das ein Freitag ist. Und dahingehend wisst ihr auch, einige von euch wissen, ich will das jetzt hier nicht so verallgemeinern und pauschalisieren. Ihr wisst, die meisten von euch wissen, dass ich unter der Woche kaum Zeit habe aufzunehmen. Ich komme halt so um 17 Uhr nach Hause, für gewöhnlich. Und, naja, ess mir was, dann ist ungefähr 18 Uhr. Setz mich an den PC, nehme ein paar Stunden auf, dann ist schon 21 Uhr. Und dann rendere ich eben alles durch, schneid das Ganze auch durch. Mach die Farm jetzt für den nächsten Tag, dann haben wir 23 bis 0 Uhr. Und dann muss ich schon wieder um 4:30 aufstehen meistens, also unter der Woche, ne, Montag bis Freitag. Damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Naja, und... Naja, Kinas. Ich sag euch mal so. Das ist nicht ganz cool. Oh. Nee, es ist halt echt nicht cool, Mann. Das ist voll uncool. Nee, ich komme gerade nämlich zum ersten Mal so richtig in das ganze Arbeitsleben rein und es fühlt sich hart an. Es ist halt echt hart. Es macht Spaß, muss ich sagen. Ich lerne in diesem Beruf echt ziemlich coole Sachen. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen, sowas. Ich lerne wirklich was dabei, bei der ganzen Geschichte. Aber letzten Endes nimmt mir dieser Berufszweig extrem die Zeit, das Ganze soweit in YouTube zu investieren. Und das ist halt so eine traurige Sache. Ja? Normalerweise, ich brauche halt so am Tag so ungefähr 4 Stunden, bis ich alles soweit aufgenommen habe. Ich habe ja momentan so ein bisschen Projekte Ebbe, sage ich jetzt mal. Ich habe gar nicht mehr so viel, wie ich damals hatte. Ne, alle, die meine Kanalsituation von noch vor ein paar Monaten im Kopf haben, die wissen, dass jeden Tag so auch unter der Woche 7 bis 8 Videos kamen. Wenn nicht sogar 9. Und jetzt haben wir ungefähr 5 bis 6. Wenn Pokémon X zu Ende ist, haben wir 5. Splatoon. Wobei, momentan sind es wieder mehr, weil ich Splatoon Mobile noch am Laufen habe. Es läuft halt neben Splatoon Online noch so parallel mit. Werde ich auch noch diese Aufnahmesession aufnehmen. Ich denke mal, ich nehme hier von Minecraft so 2 Parts auf. Und ja, da macht man sich schon Gedanken, ne? Man macht sich da seine Gedanken, Ginas. Wie man das Ganze aufzunehmen hat. Also ich werde das Wochenende grundsätzlich zu 99% dafür nutzen, extrem viel Vorrat aufzunehmen, damit ich für die Woche was habe. Na, weil es ist halt unter der Woche sehr schwer. Ich kann unter der Woche aufnehmen, das ist kein Problem, aber ich kann halt nicht alles aufnehmen. Ohne jetzt bis Mitternacht so am PC zu sitzen. Was ich halt nicht will, deswegen höre ich halt früher auf und deswegen kann ich halt nicht alles aufnehmen. Deswegen werde ich versuchen, halt unter der Woche halt immer ein Splatoon-Part aufzunehmen. Weil da kann man es so machen, wie ich es gerade eben so mache, quasi, ja. Da reicht es vollkommen aus, wenn man so
ein Part für den nächsten Tag aufnimmt. Aber gerade sowas wie Minecraft, wenn man sich auch so ein bisschen länger mit beschäftigt als so eine Viertelstunde. Naja, China, das ist schon ein bisschen härter für mich, das zu stemmen. Deswegen ist für mich so das Wochenende vorgesehen als Aufnahmezeitpunkt, damit ich euch weitestgehend so unterhalten kann, wie ich das mal versprechert habe. Ja. Deswegen seid mir nicht böse, wenn an den ein oder anderen Tagen nicht das kommt, was ihr präferiert. Zum Beispiel, ich kann übrigens keine Minecraft Battle Minigame mehr aufnehmen, so wie es aussieht. Nicht vom Kopfmäßigen her, von wegen, ich will das nicht. Ich will, aber das Problem ist ganz einfach. Es laggt. Einfach immer. Ob mit LAN-Kabel, ob mit WLAN. Es laggt. Ich wollte gerade erstmal sagen, so mit, ob mit LAN-Kabel, ob mit WLAN-Kabel. Nee, aber es laggt halt immer und ich will euch das nicht antun, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht mehr bringen. Weil ich kann mir das so auch nicht angucken, weißt du, wenn ich im Kampf drin bin und ich will den Kampf genießen. Ich will nicht im Kampf sagen, oh, es laggt wieder, es laggt wieder, es laggt wieder. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich auch keinen Bock mehr auf Battle Minigame. Ich denke mal, es liegt an meiner Wii U, ganz ehrlich, es kann doch nicht sein. Man hat mir zwar gesagt, ich soll auf die Ports schauen, aber mit meinem Router kannst du nichts Krasses mit Ports machen. Wie willst du beim LAN-Kabel und mit der Möglichkeit, das über LAN zu verbinden, wie willst du da das mit Ports machen? Bei der Wii U, das verstehe ich nicht. Das geht auch gar nicht eigentlich. So wie ich das so rauslesen konnte. Na? Ist sehr schwer. Wo ist meine Scheren? Hell! Listen. Ja, nee, und wie gesagt, so, das ist... Ne, es tut mir leid, ich enttäusche euch ja, aber ich enttäusche da wahrscheinlich die meisten und... Es geht nicht anders. Ich will das Projekt einfach dann aufnehmen... Okay. Okay. Ich werde da... Ach komm, ich laufe wieder zu dieser Laubstelle zurück. Ne, ich möchte es einfach dann aufnehmen, wenn es mir Spaß macht. Und es macht mir momentan mit den Lags keinen Spaß. Und es ist einfach, es geht nicht. Ich mit einem LAN-Kabel aufnehmen und trotzdem Lags bekommen. Das kann nicht sein. Dass die LAN-Verbindung genauso schlecht oder schlechter ist als die WLAN-Verbindung. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Und deswegen habe ich darauf keinen Bock mehr. Auf das Projekt. Und da ist mein Gamepad aus. Ich sehe es kommen, jetzt sterbe ich. Nee, und abschließend gesagt, ich will einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr mit dieser Kacke. Weißt du, jeder Part hat irgendwie Lags und sowas. Und das kann nicht sein. Das will nicht sein. Und deswegen sage ich mir, nö. Kommt nicht mehr. Kommt, wenn ich das Problem dazu gefunden habe. So, das wird wahrscheinlich länger dauern, weil wenn man mir sagt, es hat irgendwas mit Ports zu tun und ich finde die Ports-Funktion nicht, werde ich mich da wohl mit Mario oder so mal zusammensetzen und bei Zeiten, wenn ich Zeit habe, das Problem mal lösen. Das Problem ist ja auch, was heißt das Problem, aber das Ding ist ja auch, ich werde ja auch nicht jeden Abend, irgendwie, wenn ich von Arbeit komme, Zeit habe, richtig viel aufzunehmen, weil ich halt auch abends mal mit einigen Dudines Animes schauen möchte, ne? Das ist ja auch noch da. Animes aufnehmen, klares Thema, ne? Nicht Animes aufnehmen, Animes schauen. So, und da muss ich auch ganz klar zu sagen... Animes haben für mich auch die gleiche Prio wie Let's Plays aufnehmen, ne? Animes schauen ist für mich auch mal so eine schöne Unterhaltung. Ja? So ist das. So, das Ding ist halt so, wie es halt momentan ausschaut, ich bin zwar über... Okay, dankeschön.
Ich bin zwar momentan sehr, sehr verhindert, was das ganz Zeitliche angeht, aber es kann im August wieder ganz anders aussehen, weil momentan habe ich halt so eine Zeitarbeitsbeschäftigung für alle, die dies interessiert. Und Zeitarbeit bedeutet quasi, man hat keine Festanstellung dort, sondern man ist zeitlich dort beschäftigt. Ja? So. Zu einem gewissen Zeitraum und so weiter. Und naja, das ist halt so die Sache. Ich werde zwar angelernt, aber auch nur, um da die Person, die da krank ist, für einen Monat zu vertreten, bis sie wieder da ist. Und dann werde ich wie ein Kondom ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Ganz dreist gesagt, aber das hat jetzt nichts irgendwie mit den Mitarbeitern oder sowas zu tun, weil die sind alle cool. Es ist halt eher so, man möchte mich da ja übernehmen. Jedenfalls die Mitarbeiter, aber naja, Chinas, ne? Da gibt's da das Problem Chefetage und die sagen, nein, wir haben kein Geld, also bye. Und ich glaube, ich muss mehrere Blätter koppeln, weil da kommt nichts mehr durch dann. Wenn ich zwei Laubblätter kombiniere, kommt kein Regen mehr durch. Schaut mal. Bei einem ja, beim zweiten nein. Aber das sind Aufgaben, die kann man alle im nächsten Part machen. Von daher gesehen, Kinders, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.